Hallo. Ich wurde jetzt schon des Öfteren gefragt, ob ich nicht mal ein Video zeigen könnte, wie man denn die Falter präpariert, da die Sammlung letztlich auch ein wichtiger Teil des Hobbys ist und man viele Tiere auch wirklich nur anhand vom Präparat unterscheiden kann und überhaupt bestimmen kann. Und ja, dafür ist die Sammlung einfach sehr wichtig und bringt viele Vorteile mit sich. Das kann unter anderem sein, dass sie lange erhalten bleibt, im Gegensatz zu digitalen Speichern, beispielsweise zu Fotos. Ein Tier kann auch bei guter Lagerung noch nach 100 Jahren bei Weiben gut erkennbar und bestimmbar sein und gut erhalten bleiben. Und bei digitalen Medien ist es dann vielleicht eine Frage, wo sie gelagert werden. Und da spielen viele Dinge mit rein. Also auf jeden Fall, eine Sammlung hat viele Vorteile, was grundsätzlich nochmal eine andere Diskussion ist. Aber ich möchte euch jetzt heute einfach mal zeigen, wie man denn Tiere präpariert. Und ich möchte es euch anhand von diesem Beispiel zeigen. Hier eine Eule. Vielleicht vorweg, das ist ein legales Tier. Aber ich muss sie natürlich an der Stelle auch erwähnen. Also man sollte keine Tiere töten oder in die Sammlung nehmen, die geschützt sind, ohne dass man eine Genehmigung dafür hat. Also es gibt doch ein paar, bei Nachtfaltern sind es eher weniger, bei Tagfaltern sind es dann doch mehr geschützte Arten und da sollte man sich vorher auf jeden Fall informieren und eine Genehmigung einholen von der jeweiligen Naturschutzbehörde oder ja, der zuständigen Behörde. Aber das nur als Rahmenbedingung, quasi Randinformation jetzt zum Präparieren. Also ich habe hier verschiedenste Materialien. Ihr könnt es vielleicht schlecht erkennen im Video. Das ist je nach ja, persönlichen Gefühl, würde ich jetzt mal sagen, je nach Präferenzen, sind das unterschiedliche Präparierbestecke, die man nutzen kann. Ich nutze ganz gern diese leicht gebogene Werkzeug hier ganz gern, weil es hat auch eine relativ stumpfe Spitze, macht dadurch den Flügel nicht kaputt. Man kann aber auch verschiedenste Pinzetten nutzen, gebogen oder gerade. Und was ich auch ganz gerne nutze, ist diese gewinkelte Nadel im Endeffekt. Und ja, das ist ganz gut zum Nutzen. Aber jeder macht es auch so ein Stück weit anders. Ich möchte euch heute mal meine Methode zeigen. Die kann bei jedem anders aussehen. Und das ist jetzt keine allgemeingültige Methode, die so sein muss und so nicht anders, sondern jeder macht es im Endeffekt auch anders. Aber das ist eine Methode und vielleicht hilft es euch einfach so als kleinen Einblick. Dann, was noch notwendig ist, ist ein Streifen, ein Spannstreifen nennt man ihn, um die Flügel in Position zu halten. Ich habe jetzt mich hier mal entschieden für ein klares, ja, Art Plastik. Ich weiß nicht, was genau der Stoff ist. Auf jeden Fall durchscheinend. Wird doch recht häufig verwendet. Ich finde es nicht so optimal, man kann es vielleicht erkennen, das ist ein bisschen elektrisch statisch geladen und dadurch habe ich so das Gefühl, dass die Schuppen da auch eher hängen bleiben an dem Material. Für das Video jetzt möchte ich es euch gerne mal zeigen, weil man dadurch die Flügel einfach besser erkennen kann. Was man auch nutzen kann, ist beispielsweise pergamentartiges Papier wie dieses. Da kann man auch teilweise durchsehen. Gibt es in verschiedenen Stärkestufen, also stärker und dünner. Und das ist eigentlich, finde ich persönlich, eher zu bevorzugen vor diesen klaren Streifen. Aber ja, das ist auch ganz persönliche Präferenzen wieder, also jeder kann da was anderes nutzen im Endeffekt. Man kann auch normales Pergamentpapier nutzen oder ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, was noch von Bedeutung ist, sind Nadeln. Ich habe hier ja, eine kleine Sammlung an Nadeln, mit denen ich dann die Flügel in Position halte. Und aber auch bräuchte man Nadeln, die man wirklich für das Präparat an sich nutzt. Also eine Nadel insbesondere. Und da gibt es verschiedenste Anbieter, bestimmte Hersteller. Ich habe jetzt hier mal den Nadelgröße 1 genommen. Gibt verschiedenste Größen von 000 über 00, 0, 1, 2, 3 und so weiter.
Ich bevorzuge meistens eher kleinere Nadeln als große. Also eher so in dem Bereich 0, 0, 0 bis 1, jetzt für die Eulen beispielsweise, je nach Artengruppe im Endeffekt. Genau, so die Rahmenbedingungen. Ich würde euch jetzt einfach mal zeigen, wie man das Tier präpariert. Und zwar nehme ich die Nadel, mit dem ich das Tier ja, aufstechen möchte im Endeffekt. Also, weil ja auch auf die Frage kommt, das Tier ist schon tot, also das sollte nicht auf der Nadel noch leben. Das sollte man ausschließen. Und die Nadel steche ich jetzt durch den Thorax. Mittig am besten. Und man versucht, dass hier ein rechter Winkel entsteht. Also zwischen Nadel und Körper bestenfalls soll ein rechter Winkel entstehen. Das wäre optimal. Und ja, wie gesagt, also mittig wäre auch bestenfalls zu treffen. Ich schiebe jetzt einfach noch ein bisschen durch, sodass auch vom Abstand her, also oben sollte noch ein Teil, ja, ungefähr ein Drittel Platz bleiben, dass man die auch anfassen kann, die Nadel. Und am unteren Teil sind ungefähr zwei Drittel, so als Daumenregel, dass auch das Etikett noch darunter passt, was die Fundortdaten draufstehen und man sie in die Sammlung stecken kann. So, jetzt habe ich das Tier auf der Nadel. Jetzt hat es aber die Flügel so zusammengeklappt. Also das ist ja eher unpraktisch, das wollen wir nicht, sondern wir wollen die Flügel ja öffnen. Und das mache ich jetzt so, ich gehe mit dieser gebogenen Pinzette, gehe ich darunter und biege sie schon mal so ein bisschen auf. Kann man auch mal ausprobieren, ob das hier jetzt schon weich ist oder ob das zu fest ist schon wieder. Das hier ist jetzt eher suboptimal. Kann sein, dass das gar nicht so gut funktioniert. So, dann habe ich es jetzt schon mal offen die Flügel. Das ist schon mal auch um die Flügelmuskulatur. Also wenn die Tiere jetzt so ein bisschen verspannt sind, um die Flügelmuskulatur so ein bisschen zu lockern, also das mache ich eigentlich ganz gern, dann gehe ich mit der Nadel nochmal drunter und bewege die Flügel einfach. Das kann man auch mit den Fühlern machen, wenn sie ein bisschen trockener sind. Muss aber ganz vorsichtig sein, dass sie nicht abbrechen. Aber einfach so ein bisschen bewegen, dass sie wieder weicher werden, so ein Stück weit. Beziehungsweise wenn man sie frisch aufgeweicht hat, ist das eben der Fall. Das Tier ist jetzt nicht aufgeweicht, das ist noch relativ frisch gewesen. Aber wenn man Tiere aufweicht, dann ruhig immer erstmal so ein Stück bewegen und nicht auf das Spannbrett draufpacken und dann versuchen, mit einem Ruck alle Flügel in die Position zu bringen, sondern ruhig so leicht anpassen. Also im Endeffekt kann man sich vorstellen wie Training. Langsam anfangen und immer ein Stückchen weiter nach vorn ziehen und bewegen und trainieren. Und so ist es auch, mache ich es jetzt auch hier. Also ich sehe, ich bekomme die Flügel schon gut auf, in eine gute Position. Und das möchte ich im Endeffekt dann jetzt auf ein Spannbrett. Und jetzt seht ihr auch, wenn ich jetzt den Finger weg tue, dann bleibt der Flügel schon mal in einer besseren Position, als er vorhin war. Vorhin war er komplett geschlossen. Jetzt ist es so ein bisschen offen zumindest. Und jetzt stecke ich das Tier auf das Spannbrett. Und gleichzeitig versuche ich aber auch die Flügel noch mal so ein bisschen in Position zu bringen, dass sie sich eben nicht nach unten falten und zerknicken, sondern dass sie schon mal so ungefähr in Position sind, da wo sie dann auch später hin sollen, beziehungsweise dass sie zumindest mal auf das Spannbrett aufliegen. Jetzt muss ich hier noch gucken, ich habe hier verschiedenste Größen auf diesem Spannbrett, dass der Körper ungefähr, die Stelle ist gut, dass der Körper ungefähr in der Mitte von dem, beziehungsweise dass die Spalte im Endeffekt gut abdeckt. Nicht zu viel Platz ist, aber auch nicht zu wenig. Wenn zu viel Platz ist, dann rutscht der Körper drin rum und das Tier bewegt sich zu sehr beim Präparieren. Das wollen wir vermeiden. Und ich hoffe, ihr könnt es jetzt einigermaßen erkennen, zumindest. Das ist jetzt nicht optimal auf dem Video, aber
Ja, wie gesagt, ich hoffe, es geht einigermaßen. So, jetzt haben wir das Tier in Position. Kann ich noch ein bisschen tiefer schieben, dass sie ungefähr aufliegen, dass die Flügelbasis im Endeffekt auf dem Brett glatt aufliegt. Und jetzt nutze ich die Spannstreifen das erste Mal und lege sie über den Flügel. Okay. Die befestige ich jetzt mit einer Nadel. Erstmal, dass die Spannstreifen einfach fest fixiert sind. Oben. Jetzt können sie quasi nicht mehr wegrutschen. Das ist das erste Ziel. Mache ich bei jedem Flügel. Auf jeder Seite. Okay. Gut. So, und jetzt kommt es ein bisschen drauf an. Das macht jeder auch ein bisschen anders. Ich zeige euch jetzt einfach mal eine Methode. Wie gesagt, das ist nicht die, wie man es machen muss, aber man kann es so machen. Ich fang jetzt mal auf der linken Seite von mir aus an und versuche, diesen Vorderflügel nach oben zu ziehen, sodass er passt. Der ist jetzt schon relativ weit oben. Versuche auch jetzt schon mal den Fühler so ein bisschen weiter vor zu schieben, dass er dann parallel zum Flügel ist, Flügelvorderrand. So. Und zwar gehe ich jetzt mit dieser stumpfen Nadel, also ich mache den Flügel dadurch nicht kaputt, zumindest wenn ich mit ein bisschen Feingefühl daran gehe, gehe unter den Flügel und versuche, beziehungsweise das kann ich vielleicht vorher nochmal erklären, also der Flügel hat starke Adern. Es gibt so ein paar starke Adern, die man kennen sollte. Das ist der Flügelvorderrand vor allen Dingen und dann dazwischen auch nochmal hier eine dünne Ader, die durchgeht. Und die sind relativ stark und fest, stabil. Und das kann man sich zunutze machen. Und je nachdem, manche gehen jetzt von oben in den Flügel und schieben den hoch. Ich versuche das immer zu vermeiden, weil ich dann Flügelschuppen von oben mitnehmen können und kaputt machen können. Ne? Deswegen versuche ich meist meine Methode von unten, solange es geht. Und in dem Fall gehe ich dann eben mit dieser stumpfen Nadel von unten drunter und schiebe an dieser festen Ader, die ich jetzt vorhin erwähnt habe, den Flügel nach oben. Habe ich das gemacht, dann halte ich mit meinem Finger den Spannstreifen in Position, also ziehe ein bisschen fest. Dann kann ich auch noch mal ein bisschen loslassen, ein bisschen variieren, je nachdem, bis der Flügel in Position ist, wie ich ihn haben möchte gern. Ich habe jetzt auch gleichzeitig den Fühler noch mal so ausgerichtet, dass er parallel zum Flügelrand, Vorderflügelrand ist. Und jetzt nutze ich die nächste Nadel und stecke sie an den Rand vom Flügel. Das mache ich jetzt einmal mit mehreren Nadeln. Somit ist der Flügel jetzt fixiert. Ich kann jetzt diesen Finger loslassen. Der erste Flügel ist in Position. Und was ich noch sagen könnte vielleicht, man versucht, dass ungefähr auch hier wieder ein rechter Winkel vorherrscht zum. Das sieht man jetzt aus dem Video nicht, weil das verzerrt ist oder weil das schief ist. Aber wenn ich die Mittelachse nehme von dem Spannbrett und mir hierzu nochmal einen rechten Winkel vorstelle, dann sollte bestenfalls die Vorderflügelunterkante, also diese, im rechten Winkel ungefähr verlaufen. Beziehungsweise Körper und Flügel sollen einen rechten Winkel bilden. Das ist auch wieder so ein bisschen eine ästhetische Frage. Ich mache es meistens so, dass ich ihn ein bisschen weiter hochziehe. Ja, wie gesagt, eine ästhetische Frage. So, jetzt habe ich den linken Vorderflügel gemacht. Dann gehe ich über zur rechten Seite. Jetzt ziehe ich hier den Fühler schon mal ungefähr in Position, dass er parallel ist zum anderen oder symmetrisch zum anderen. Jetzt gehe ich quasi zum rechten Vorderflügel. Gehe auch hier wieder mit meiner Nadel von unten unter diesen Flügel an diese feste, stabile Ader und schiebe den Flügel nach vorn. Hier muss ich jetzt gucken, dass er ungefähr symmetrisch ist mit der anderen Seite. Das kann ich beispielsweise machen, indem ich auf dem Spannbrett auch feine parallele Linien gezogen habe. Oder mit einem guten Auge. Und wenn ich es dann habe, nehme ich auch hier wieder die Nadel und steche sie einmal um den Flügelrand herum
um ihn zu fixieren. So, Vorderflügel sind abgeschlossen. Es geht weiter zum Hinterflügel. Auch hier mache ich jetzt wieder mit der linken Seite zuerst. Hier gehe ich jetzt von oben, oder kann es von beiden Seiten machen. Gerne mache ich es eigentlich beim Hinterflügel von oben eher, weil die Adern da auch nicht so stabil sind. Ich gehe, auch hier sollte man wieder die stabilen Adern kennen, da gibt es eigentlich so ein, zwei. Und da kann man ansetzen und den Flügel dann nach oben schieben, in dem Falle. Und dadurch, dass das eh verdeckt ist, der Bereich meistens vom Vorderflügel, dann sieht man auch die Spur von der Nadel nicht mehr. Schiebt es dann meistens so hoch, dass die Nadel schon unterm Vorderflügel ist. Also das Präparierbesteck quasi, Präpariernadel. Und man dadurch nicht mehr sieht, wo man angesetzt hat. So, was hier zu beachten gibt, ist, dass der Hinterflügel so ein kleines, am Rand quasi, so ein kleines Eck dann ausbildet. Das seht ihr jetzt auf dem Video wieder ganz schwierig. Ich stelle dann am Ende nochmal ein Bild rein. Was ich meine, ist dieses kleine Dreieck. Hier sollte zwischen Vorderflügel und Hinterflügel ein kleines Dreieck sich bilden. Und das mache ich jetzt gleich auf der rechten Seite auch nochmal. Auch hier wieder versuchen, ungefähr symmetrisch zu sein mit der linken Seite. Was auch gut ist, einfach nochmal aufstehen dann und sich das Tier von weiter weg anzuschauen. Dann hat man auch nochmal einen besseren Eindruck davon, einfach ob es symmetrisch ist oder nicht. So. Das habe ich jetzt gemacht, das Tier ist fixiert. Und was ich jetzt im letzten Schritt noch machen werde, ist Watte. Habe ich euch jetzt noch nicht gezeigt. Also ich habe hier ein Stück Watte. Das stopfe ich hier quasi in die Mittelrippe rein vom Spannbrett und schiebe sie unter den Hinterleib. Und zwar ist es so, dass wenn das Tier trocknet, dass sich der Hinterleib normalerweise senkt, also nach unten geht. Und das will ich verhindern, indem ich die Watte da durchschiebe. Und gleichzeitig nutze ich jetzt auch nochmal dünne Nadeln, die ich einfach zur Sicherheit nochmal links und rechts des Körpers reinstecke. Es kann auch sein, wenn der trocknet, der Körper, dann verzieht er sich einfach zu einer Seite hin. Das will ich vermeiden. Deswegen die zwei Nadeln links und rechts davon und die Watte von unten. Und damit haben wir das Tier eigentlich fertig. Wenn es frisch ist, kann man jetzt bei Zimmertemperatur ihn lagern für, ja, wenn man sicher gehen will, kann man 2 Wochen lagern. Die meisten Tiere brauchen nicht so lange. Also nach einer Woche sollte er eigentlich schon trocken sein. Kommt auf die Größe der Tiere drauf an. Aber ich würde es jetzt sicherheitshalber 1 bis 2 Wochen mal liegen lassen. Bei normaler Zimmerraumtemperatur. Und dann kann man das Tier abnehmen. Die Nadeln langsam wieder lösen am Ende. Spannstreifen abnehmen, das Tier vom Brett nehmen. Und was dann noch wichtig ist als letzten Schritt, im Endeffekt ist das Etikett. Also ein kleines Schild. Kann ich mal ein Beispiel zeigen. Habe ich hier mal ein Beispiel für euch. Und zwar ist das einfach so ein kleines Papierschildchen, wo man drauf schreibt, was wichtig ist. Also die wichtigsten Informationen zum Tier. Das ist der Ort bestenfalls. Man kann Koordinaten draufschreiben und das Land. Das Datum ist wichtig, also wann das Tier gefangen wurde und auch wie beispielsweise. Also wenn es jetzt über Lichtfang zum Beispiel war, kann man LF, da gibt es Abkürzungen dafür. LF steht für Lichtfang. Wenn man das Tier gezüchtet hat, zum Beispiel aus dem Ei, es ist ex ovo, dann schreibt man E.O. drauf. Und das kann man eben so abkürzen. Und dann noch den Sammler, also Leg, wer das Tier gesammelt hat, Leg. Jetzt in dem Fall bin ich das. Und damit hat man quasi alle Informationen auf einem Etikett zusammen. Und jeder, der das Tier irgendwann mal in die Hand bekommt, kann genau nachvollziehen, wo es denn herkommt, wann es gefangen wurde und von wem und wie. Und das sind eigentlich die wichtigsten Informationen, um das Tier später auch wissenschaftlich zu verarbeiten oder irgendwie nutzen zu können. Das Tier ohne Etikett bringt gar nichts und wäre dann umsonst gestorben, das wollen wir vermeiden. Ja, dass man es eben später einfach nutzen kann und dass es einen Wert hat. Also
Es ist jetzt nicht so, dass ich mir das Tier an die Wand hängen will, später einfach nur, weil es schön aussieht, sondern ich will tatsächlich auch wissenschaftlich damit arbeiten und will es zur Bestimmung nutzen und später vielleicht, ja, man weiß ja nie, ob die Art vielleicht mal aufgespalten wird, aufgetrennt wird in verschiedenste Arten oder man kann Pollenanalysen noch vom Rüssel nehmen und verschiedenste Dinge im Endeffekt noch untersuchen. Und dafür brauche ich aber zwingend das Etikett, damit ich später nachvollziehen kann, wie die Rahmenbedingungen denn des Tiers überhaupt so sind. Genau, so viel zur Präparation. Ich blende euch jetzt noch mal ein Bild dazu ein vom präparierten Tier, wo ihr jetzt auch sehen könnt, im Bild, jetzt zeige ich euch es noch mal, da habe ich einerseits die Fühler, die parallel, bestenfalls parallel ungefähr zum Vorderflügelrand sein sollten. Ich habe den Vorderflügel Unterrand, der ja im rechten Winkel bestenfalls zum Körper sein soll. Da, wie gesagt, ich ziehe ihn meistens ein bisschen weiter hoch. Das ist je nachdem eine ästhetische Frage. Auch von Artengruppe zu Artengruppe unterschiedlich, so ein bisschen, wie man es denn spannt. Und dann habe ich die Hinterflügel, wo ich versuche, so ein kleines Dreieck zum Vorderflügelrand zu lassen. Und ja, wie gesagt, das seht ihr jetzt noch einmal. Bestenfalls einigermaßen symmetrisch und das lasse ich jetzt einfach so 1 bis 2 Wochen liegen und dann habe ich den fertigen Falter präpariert. Ich hoffe, das habe ich ein bisschen geholfen. Das war jetzt ein relativ langes und ausführliches Video, aber vielleicht so als kleinen Einblick, wie man denn überhaupt damit anfangen kann und wenn man es mal versuchen möchte, dann ist es vielleicht ein ganz guter Hinweis. Wie gesagt, es gibt verschiedenste Methoden, verschiedenste Herangehensweisen, verschiedenste Präparier, Bestecke und jeder macht das so ein bisschen anders. Das war jetzt mal meine Variante und es gibt aber sicherlich auch viele andere, die genauso funktionieren. In dem Sinne, probier es mal aus, viel Spaß damit und ja, ich kann es nur noch mal betonen, also informiert euch vorher über die bestehenden Schutz oder den bestehenden Schutzstatus der Tiere. Ihr könnt über visia.de einsehen, welche Arten wie geschützt sind. Und ja, am besten holt ihr euch eine Genehmigung von der unteren Naturschutzbehörde und dann könnt ihr anfangen. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.